Willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge von The Dreadout, dem zweiten Kapitel natürlich. Und ja, wir sind immer noch hier an dieser Stelle mit den Kerzen. Irgendetwas müssen wir hier machen, aber wir wissen immer noch nicht, was. Ich hatte überlegt, ob ich mal nachgucken soll oder so, aber ja, irgendwie, ich wollte das ja selber lösen. Deswegen werden wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen damit rumschlagen, mit diesem Rätsel. Das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Ansonsten haben wir ja hier reizende Begleitung in Form dieser netten Damen hier. Hallo, guten Tag. Ach ja, sollen wir nochmal zurückgehen? Nee, das ist mir zu dunkel. Das ist die Kombination aus dunkel und düster. Es ist mir zu düster. Aber das gefällt mir hier wirklich sehr gut. Darum bleiben wir einfach jetzt hier noch ein bisschen. Ja, wie war das jetzt mit den Kerzen? Also hier haben wir ja eigentlich die Kerze dann ausgemacht. Oder? Haben wir das gemacht? Wir kriegen auch gar keine graue Vignette mal hier drumherum gelegt. Also ist das ja eigentlich dann hier schon fertig. Hm. So, und hier war... Ja, da haben wir irgendwas genommen. Aber auf das Inventar können wir zwar gut zugreifen, aber so wirklich kombinieren oder so können wir Gegenstände nicht. Aber die eine Kerze ist noch an. Das ist sehr mysteriös. Oh, hier geht's auch und waren wir hier schon? Ah, hier, nee, achso. Es ist eine Verarschung, hier geht's gar nicht weiter. So, okay. Ja, eigentlich dachte ich, das muss so funktionieren. Also wer den ersten Teil, oder das erste Kapitel gespielt hat oder gesehen hat, der weiß, dass es eigentlich so funktionieren muss. Wenn wir in das Inventar da nochmal gehen, dann nehmen wir uns nochmal die Kamera. Oh! Ja, scheiße, es ist wieder angegangen. Ja, wir müssen irgendwie hier... aber nicht mehr weiter hoch, ne? Von hier hinten fotografieren einfach. Ja, das sehen wir dann gar nicht mehr. Mann, das ist blöd. Wir können einen Vlog machen mit der Kamera hier. Wir setzen uns einfach hier ins Gras, machen einen Vlog. Ja, aber ist doch auch aus. Eigentlich sind alle Kerzen jetzt aus. Hm. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen Grusel hier haben. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Rätsel. Momentan nach Alke Miller. Mann, ich will endlich wieder ein bisschen Power haben. Die erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Es regt mich gerade so ein bisschen auf, dass ich nicht auf die Lösung komme. Jetzt muss man die alle drei drauf haben. Ja, wie kriegen wir die aus? Moment, nehme ich nochmal das Handy. Das Smartphone. Das ist ja viel hipper. Irgendetwas muss ich mit drauf haben. Irgendetwas fehlt. Könnt ihr mal bitte ein bisschen leiser sein? Das ist schon äußerst mysteriös, müsst ihr zugeben. Wir müssen das mit der Kamera machen, weil damit kann man ranzoomen. Das kann man viel besser alles machen dann. Kann ich weiter nach hinten gehen? Thank you.
wäre auch eine Möglichkeit. Tja. Tja, ja. Oh, ein neues Lied oder was? Na, die fangen einfach neu an. Ich bleib doch da unten stecken überall. Vielleicht von hier hinten. Aber es ist viel zu weit weg eigentlich. Das geht auch nicht. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass man keine Tipps bekommt. Oder haben wir einen Tipp bekommen? Ich kann ja mal kurz hier reingucken. Dokumente. Bestimmt haben wir einen Tipp bekommen, ich habe das nicht mitbekommen. Ja, super. Oder war das jetzt? Achso. Diese Kerzen mal wieder. Ja, super. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir wissen es ja. Es hat was mit den Kerzen zu tun. Wie machen wir die aus oder wie machen wir die wieder an? Irgendwie haben wir alle Kerzen ausgemacht. Würde ich gerne wieder anmachen. Vielleicht müssen wir die Olle mit drauf haben. Man weiß es ja nicht. Vielleicht die Füße. Ein Blitz! Blitz, Blitz, Blitz. Blitzlicht, Gewitter. Warum geht das immer wieder an? Oder ist das nur ein Bug, dass es kurz ausgeht? Dass sie kurz ausgeht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, diese Musik! Musik geht mir jetzt auf den Senkel langsam. Es will einfach nicht. Mann! Gehen wir nochmal hier zurück. Mal wieder. Boah, diese Musik. Immer Musik. Können wir die wieder anmachen? Ja, es funktioniert überhaupt gar nicht. Als wenn wir hier noch irgendwas machen sollten. Können wir da jetzt nicht irgendwas hier machen? Das gibt's doch gar nicht. So, haben wir die auch mal fotografiert. Super, ein paar Schnappschüsse von der Eulen. Jo. Gibt es hier noch Kerzen, von denen ich nichts weiß? Eventuell. Mann, 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 Mann. Läuft die ganze Zeit mit ihrer Kamera hier rum. Nichts Besseres zu tun, als irgendwas zu fotografieren. Irgendetwas, irgendetwas. Ja, 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 ja. Aber das ist ein kleines Gebiet. Hier gibt es ja sonst nicht so viel zu tun. Und es sind ja die Kerzen, auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht. Hier ist die Kerze aus, hinten ist die Kerze auch aus, aber da kriegen wir immer so eine graue Vignette noch um das Bild gelegt. Das heißt, dass da irgendetwas noch zu tun ist eigentlich. Aber was? Die Kerze ist ja aus und anmachen können wir sie nicht mehr. Wir können die nur irgendwie ausmachen. Und hier können wir auch nicht hin, weil hier Gestrüpp ist. Ganz viel Gestrüpp.
Ganz, 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 ganz viel Gestrüpp. Ich glaube, irgendwann wurde auch hier im Tutorial das mal erklärt. So, das sind Dokumente, ist das hier. Achso, das war dann hier unter System, unter Play. So. Irgendwann wurde das mal erklärt, glaube ich. Und das Beispiel waren Kerzen. So. Nur die Blauen reagieren auf Lindas Kamera. Wenn wir die Roten und die Blauen gleichzeitig fotografieren oder mit, also auf einem Bild haben, dann passiert nichts. Wenn wir nur die Blauen haben, dann löst das das Puzzle. Super. Aber wir haben ja nur eine. Wir haben nur eine Kerze hier. Da kann man auch das Kleid gucken. Achso, ich weiß nicht. Inventar. Ist blöd, dass man das überhaupt gar nicht nehmen kann, so, ne? Naja. Aber reagiert ja eigentlich auch nur auf unser Handy. Muss man mal so sagen. Aber es ist auch gar keine blaue Kerze. Es ist keine blaue Kerze. Muss man auch dazu sagen. Oder ist es eine blaue Kerze? Nicht so wirklich, oder? Der Akku ist jetzt gleich auch leer. Ja, eigentlich funktioniert das alles ja nur mit dem Handy. Wobei mit der Kamera funktionierte das ja auch. Stimmt, es wurde ja gar nicht Handy gesagt, es wurde ja Kamera gesagt. Allgemein, also mit unserer Kamera und auch mit dem Handy. Mann! Wollen wir denn jetzt hier machen? Was eine Fratze hier. So, das ist zip, 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 so. Wir müssen doch hier bestimmt irgendwas reinlegen. Ich will das Inventar haben. Ich meine, da in den Mund irgendwie den Dolch oder so. Seht ihr das da hinten? Das sind ja Flügel und da ist dieser Typ. Wenn man den so fotografiert, dann frisst die Schlange den. Und das ist ein Engel. Wow! Alter Schwede! Habe ich mich erschrocken. Die Kerze ist wieder an. Dann können wir die wieder ausmachen. Kann man das nochmal machen? Na, jetzt haben wir auf jeden Fall die Kerze wieder ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Wir gucken mal, ob sich irgendetwas getan hat. Wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen, aber man muss ja auch mal rätseln. Dafür mache ich dann die Folge auch wieder etwas länger. Vielleicht. Yay, die zweite ist auch an. Yay, ich freue mich gerade so ein bisschen. Geil, okay, dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie da hinten das Rätsel lösen. I don't know how I can solve the riddle. But I make it. Aber wie? Ist das hier überhaupt noch ein Rätsel? Ja. Hier ist ja sowieso nichts mehr. Also hier kommt ja gar nicht diese Vignette. Da sollten wir uns wieder mehr... Ja, man muss sich ein bisschen wieder dran gewöhnen, einfach an dieses Spielprinzip. Aber wenn man das nicht so oft spielt und das ist ja nicht so lang, das erste Kapitel war überhaupt nicht lang und wir haben jetzt hier noch nicht lang gespielt, dann, ja,
Aber hier haben wir die Vignette auf jeden Fall wieder, also wir können ja irgendetwas machen. So, Freunde, es geht weiter. Ich habe mal kurz geguckt, wie es denn weitergehen kann. Boah, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich weiß nicht, wie die Entwickler auf so etwas kommen. Naja, das gab es wohl irgendwann mal als Tipp innerhalb des Ladebildschirms. Und zwar, wir kommen ja hier nicht weiter. Und wenn wir dann einfach mal, zack, aufs Inventar gehen, unsere Kamera, unsere SLR auswählen und dann mit F den Blitz auslösen. Natürlich, da kommt man doch drauf. Das ist ganz klar, das macht man in jedem Spiel so. So, da hinten ist nämlich auch die dritte Kerze, die wir dann fotografieren können. What the fuck? Warum? Wow. Alter. Okay, das Spiel hat sich gerade ein bisschen gewandelt. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Wer sieht denn da hinten? Ich bin das jedenfalls nicht. Ist die Dame noch da? Ja. Ich will da gar nicht rein. Muss ich... Alter. Okay, Moment. Oh. Es sah eben ein bisschen besser aus, ein bisschen freundlicher. Vielleicht hätte ich doch etwas länger noch mit der... mit dem Lösen des Rätsels verbringen sollen. Aber da kommt doch keiner drauf. Schreibt dann bitte in die Kommentare, ob ihr da drauf gekommen seid. Wie denn? Naja, okay. Da singt auf jeden Fall irgendjemand. Grässlich, will ich jetzt mal fast sagen. Oh, guck mal hier. Die kennen wir doch. Hallo? Hallo? Kann der unter den Bock gucken? Oh! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ist ja gut. Sorry, ich guck dir nie mehr unter den Rock. Oh. Nein! Ach nein, dieses Ding, das kennen wir noch aus dem ersten Kapitel. Nein, geh weg! Wow, hat sein Auge auf mich geworfen. Wow, ah, au, aua. Wow, alter Schwede. Ja, wo ist denn die Schwachstelle, um Himmels Willen? Mensch. Alter, Mann! Wir halten ja nicht wirklich viel aus hier. Wow! Wow! Zum Glück sind wir nicht gestorben. Mann, 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 Mann. Liegt hier noch irgendetwas? Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Boah, wie unfair ist das denn? Ja, ist klar. Natürlich, klar. Oh, die Kamera ist total... nicht zu gebrauchen, weil die ist viel zu langsam vom Zoom her. Das... Oh, Mann. Yo. Was sind das für Kartoffelsäcke, die da rumhüpfen? Bitte! Ich habe gar keine Zeit, wenn ich mich umdrehe, dann drücke ich R, rechte Maustaste, dann braucht der mal erst einen Moment, damit ich dann zielen kann, damit ich anfokussieren kann. Also fokussieren kann, nicht anfokussieren kann, das Wort gibt es gar nicht, das habe ich mir gerade selber ausgedacht. Naja. Man sollte in, solchen Situationen vielleicht auch nicht unbedingt einen Rock tragen, das ist, jo, vielleicht eine Jeans oder so, da kann man sich vielleicht besser bewegen, also... ja, mit so einem Rock weglaufen vor so Kreaturen und so, das stelle ich mir ein bisschen schwer vor, aber ich habe da nicht so die Erfahrung mit. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Okay.
sollten ein bisschen ruhiger werden. So, dann bleiben wir mal hier in der Mitte stehen, also außen stehen. Noch drei hinter uns, das kann doch gar nicht sein. Ja, es, Alter, wie mich das gerade aufregt. Mann. Habt ihr nichts anderes zu tun? Als hier rumzuhängen? Drecksäcke. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Ich kann da nicht ausweichen. Ich bin ein hilfloses Mädchen. Ich habe einfach gar nicht die Möglichkeit. Oh Mann. Uns geht's gar nicht so gut. Mal gar nicht so gut. Na, klar. Oh, das ist sofort neben uns. Das ist so unfair. Oh Gott. Ich beklage mich wie ein Mädchen, aber ich bin ja auch ein Mädchen heute. Laufen, einfach weiter ruhig bleiben, Patrick. Dann funktioniert das ganze System auch. Ein bisschen Abstand hinbekommen. Wir sind ja zum Glück ein sehr schnelles Mädchen. Mann. Mit einer Kamera gegen Monster. Geil. Mit dem iPhone würde das natürlich viel besser funktionieren als mit einem Android. Nein. Wow, daneben. Oh Mann. Oh, endlich. So, jetzt mal im Rücken an die Wand, damit wir hier wieder ein bisschen sicher sind. Jetzt kommt das Monster bestimmt wieder. Daneben, daneben, daneben und nochmal. Nein. Jetzt. Jawohl! Wir haben es geschafft! Glaube ich. Wow, doch nicht. Das kotzt uns an aus seinem Auge. Okay, wir durften uns einfach nur nicht bewegen, dann hat das Ganze auch funktioniert. Dann ist das Monster kaputt gegangen. Wow, alter Schwede, krass. Ghostpedia wurde geupdatet, dann gucken wir doch da mal kurz hinein. Ghostpedia. Pokon Ratja. Gott. Ist nicht viel bekannt drüber. Very powerful. Sehr starkes, kraftvolles, machtvolles Hexendoktor. Also war ein Hexendoktor im Leben, okay. Im Tod wurde er zu einem Monster in gigantischer Form geraten. Keine Ahnung, irgendwie. Auf jeden Fall sehr ekelhaft, sehr monstererregend. So.
Ja, dann kann man eigentlich auch mal eine kurze Aufnahmepause machen. Denke ich, oder? Was passiert jetzt hier noch so? Oh, die Frau in Schwarz, in Rot. Die kennen wir noch aus der Schule. Da hat sich ja schon einige Male ziemlich geärgert. Oh. Ist das hier der Endkampf oder was? Ich wollte eigentlich jetzt eine Aufnahmepause machen. Die Folge geht doch schon so lange. Oh nein! Nicht das schon wieder. Das kennen wir doch noch. Wir müssen aufpassen. Definitiv aufpassen. Dass wir hier nicht nur abkratzen. Aber wo ist die Olle? Wir sollten stehen bleiben oder mal nicht stehen bleiben. Ich weiß es gar nicht! Oh! Hab ich mich gerade erschrocken. Genau auf die Olle zu, ey. Ja, geil. Oh, das ist diese schreckliche Musik und so. Ja, da kann man super viel machen. Oh, es geht super. Ja, solange wir rumlaufen, funktioniert das irgendwie. Wo ist die jetzt hin, die Olle? Ich verstehe das Spiel irgendwie noch nicht so ganz. Was treibt die denn uns hier? In dieser Arena, in diesem Loch, in diesem Drecksloch. Dann! Wie unfair ist das denn? Na klar, na klar. Dieses Spiel macht mich gerade so aggressiv einfach. Das gibt's auch gar nicht. Die kommt irgendwie dauernd, taucht die von irgendwoher auf, fasst uns dann an den Kopf und macht irgendetwas mit uns. Wow. Ja, genau. Gut, dass wir noch nicht gestorben sind eben. Weil der Weg wird natürlich jetzt immer länger wieder. Sind wir jetzt weitergekommen? Vielleicht mussten wir... Ach, ich glaube, wir mussten sterben, oder? Gucken wir mal. Hey, wir sind wieder irgendwie rausgekommen. Ja, geil, dann kann ich an dieser Stelle mal eine kurze Aufnahmepause machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.